Wir befinden uns nun in der Rubrik Module. Hier findet der eigentliche operative Prozess von S1 statt mit diesen drei Modulen Monitor, Verfügbarkeit und den Alarmen. Wir beginnen mit dem Dashboard. Hier in dem Dashboard werden alle offenen Alarme angezeigt. Man sieht es hier. Einmal die Key Message mit der Adresse, diese zwei Alarme in diesem Beispiel. Hier mit den jeweiligen Verfügbarkeiten, positiven, negativen Antworten und den dazugehörigen Organisationen. Unter den Details wird nur ein Alarm angezeigt. Allerdings hier im Detail mit mehr Informationen. Zu diesem Alarm werden in diesem Fall Feuerwehrmänner in der Zahl 7 benötigt. Drei von ihnen haben bereits zugesagt, können verfügbar sein und vier haben bisher sich noch nicht rückgemeldet. Dann wird eine weitere Kategorie Einsatzkraft benötigt. In diesem Fall steht sie jetzt nicht hier. Wir haben zwei Rückmeldungen bekommen, in dem Fall zwei Ablehnungen. Und hier in diesem Beispiel haben wir jetzt zwei Einsatzkräfte, die zwar zur Verfügung stehen könnten. Das wäre ein MA-Maschinist und einmal ein Fahrer, der Air Driver auf Englisch. Diese beiden werden aber für diesen Einsatz nicht benötigt. Dann haben wir natürlich hier nochmals die Gesamtübersicht und am Schluss hier nochmal eine zusammengefasste Übersicht an allen Teilnehmern, die benötigt werden. Ja, am Ende nochmals ganz wichtig die Klassifizierung. Wir haben hier das Keyword Big Fire und da haben wir nochmals die Klassifizierung für den Alarm angezeigt. Kommen wir zur Übersicht. Hier sind alle offenen Alarme nochmals dargestellt, jeweils mit der Organisation und den Einsatzkräften eine Zusammenfassung. Ähnlich wie das Protokoll, auch tabellarisch aufgebaut, sehen wir hier alle geschlossenen Alarme mit den jeweiligen Einsatzkräften in der Übersicht. Kommen wir nun zum Modul Verfügbarkeit. Verfügbarkeiten werden verwendet, um die tatsächliche Verfügbarkeit von den Kräften zu visualisieren. Hier werden Alarmpläne erstellt. Hier kann gesehen werden, ob für die vordefinierten Szenarien eben alle Kräfte zur Verfügung stehen können oder eben nicht. Beginnen wir hier mit den Einsatzkräften. Im Moment können wir diese nicht anzeigen, weil wir hier in einer Testorganisation uns befinden und noch die Daten hier nicht gegeben sind. Kommen wir auf die Einsatzgruppen. Wir sehen das hier in tabellarischer Form. Hier sehen wir den aktuellen Status der Gruppen, in dem Fall nicht gegeben, weil wir uns hier eben in einer Testversion befinden und hier keine wirklichen Pager angebunden sind. Normalerweise würde hier der Verfügbarkeitsstatus stehen. In diesem Fall hier eben verfügbar für 1, noch nicht verfügbar 2. Dann würde sich das Ganze ändern. Kommen wir zu den Alarmplänen. Wir haben hier drei vordefinierte Alarmpläne. Einmal für das Szenario Small Fire, Big Fire und Average Fire. In diesem Fall für Small Fire werden Feuerwehrmänner lediglich benötigt, in diesem Fall 7. Hier sieht es jetzt in diesem Beispiel schlecht aus, weil eben das Szenario nicht erfüllt werden kann. Wir können hier in dem Fall keine 7 Feuerwehrmänner aufbieten. Gehen wir nochmals auf die Gruppen. Hätten wir hier jetzt unseren aktuellen Status gegeben mit den jeweiligen Profilen. Hier seht ihr die Rollen für die Einsatzkräfte. Würde das Bild hier schon ganz anders aussehen und eventuell hätten wir hier sogar eine grüne 7. Schlussendlich haben wir hier nochmal eine Übersicht der Alarme in tabellarischer Form. Gehen wir auf das Small Fire. Wir sehen hier die Organisation, die Klassifikation für diesen Alarmplan und wer gebraucht wird. In diesem Fall sieht es nicht gut aus. Status ist 0.
Verfügbarkeit 0, auch hier keine Verfügbarkeiten. Das liegt eben daran, dass die Profile nicht eingegeben wurden, weil wir hier eine Testorganisation haben. Aber eben, wie gesagt, das ist nochmal eine Ansicht, eine detailliertere Ansicht des Alarmplans in Tabellenansicht. Auf diese beiden möchte ich nicht zu sprechen kommen. Das sind, sie sind bereits in diesem Moment noch in Bearbeitung und werden in einem späteren vorgestellt. Des Weiteren haben wir hier noch verschiedene Module, um anzeigen zu lassen. Ich kann das einmal vorführen. Wir haben hier die Karte, die den jeweiligen Ort, Standort des Alarms anzeigt. Diese Karte kann man für das individuelle Dashboard verwenden. Und zum Beispiel so anordnen. Dann für den einen oder anderen ist die Uhr recht relevant im Blick zu haben. Die kann man dann ebenfalls sich organisieren. Und so kann man sein individuelles Dashboard zusammenstellen und alle wesentlichen Module im Überblick haben.